Ja, willkommen, Kinders. Willkommen zurück am Windenbach und an einem Spot, der eigentlich immer läuft. Ja, das ist der Spot von Mauschi oder Dark Wolf. Hier bekommt man gut die Haselaube, Muschel, Gründling, alles eigentlich an und für sich, alles mit der gleichen Montage. Ich nutze die UL auf 90 cm Tiefe mit 19er Haken und nur der Zockmückenlarve. Bekommt man hier immer irgendwas an der Schnur. Meistens Hasel, Laube auch ab und an auf eine olle Zockmückenlarve, den Gründling, die Muschel und ein Schnupfen, weil wir stehen mitten im Regen. Und natürlich den Barsch. Der darf nicht fehlen. Vielleicht ein bisschen weit raus. Das war die erste Hase mit 150 Gramm. Natürlich auch wieder mal interessant für die Anfänger unter uns oder die, die noch nicht so gut equipped sind und Silber suchen. Dann haben wir hier zwei sehr interessante Fische an diesem Gewässer. Das eine wäre die Laube, die habe ich ja schon vorgestellt. Und das andere ist tatsächlich die Hasel, die auch gut Asche in die Tasche zaubert, ab einer gewissen Größe. Barsche sind gar nicht so schlimm, wenn wir sie mitnehmen, denn das Café verlangt häufig nach diesen Tieren. Kann man natürlich vorher reingucken. Ich nehme sie trotzdem mit, weil gibt ja auch ein bisschen Silber. Nicht allzu viel, aber immerhin etwas. Ne? Die Zockmückenlarven waren ja auch nicht umsonst. Na gut, ich habe sie gekeschert, die meisten aber. Trotzdem nicht umsonst. Auch der Kescher kostet Kohle. Güster. Geht auch, braucht man hier auch. 800 Gramm wären schick. Dann hätte man die Güster hier auch gleich mit abgebacken. Als Trophy. Und eingeklebt in sein lustiges kleines Poesiealbum. Aber es läuft gut ein. Auch bei Regen. Eigentlich läuft es hier immer gut ein. Es sind bloß so Spots, die wir, ja, sag ich mal, nicht vergessen, aber verdrängt haben, beziehungsweise die wir gar nicht mehr anlaufen als Mid-Game-Spieler. Oder als Leute, die jedes Gewässer schon freigeschaltet haben und schon am Nordmeer rumeiern können und teilweise mit dicken Rollen und Ruten unterwegs sind. Wir stellen uns eher selten an solche Spots hier mit der Stippe oder mit der Winkelpicker oder mit der Fiederrute und versuchen dann auf der Hasel zu gehen. Die meisten haben die Hasel schon als Trophy und dann ist dieses Tier auch vollkommen aus dem Gedächtnis gelöscht. Und die Leute laufen hier nicht mehr hin. Das ist nun mal so. Ja, dann jagen sie eher so die Trophy, weiß ich nicht, Köhler, Atlantischer Seelachs oder Kabeljau, eher gesagt. Die Aalmutter oder die ganzen Karpfen jetzt am Kupfersee. Das ist ein bisschen interessanter als diese altbackenen Spots auf diese kleinen Tiere. Sowas wie Hasel, Güster, Laube, Gründling, all so ein Gedöns. Die Güster braucht man hier, die Hasel braucht man hier, die Laube braucht man hier, den Flussbarsch braucht man hier, all diese Tiere braucht man hier in seinem Poesiealbum, um dieses Kapitel abzuschließen. Und wenn man das gemacht hat, ist man selten am Windenbach unterwegs.
Manchmal kommen die Bässe auch ziemlich spät hinten an der Brücke, so wie jetzt. Da ist die Laube. Das Wetter ist jetzt nicht das Beste, um hier zu angeln, zugegeben. Aber wie sagt man so schön, jeder Tag ist ein Angeltag. Nicht jeder Tag ist ein Fangtag. Und es kann ja nicht immer nur die Sonne scheinen. Auch bei diesem Wetter kann man fangen. Hamburger Leerfahrt. So eine Hafenrundfahrt. Vorbei an den Attraktionen. Nein, da kommt er. Ziemlich spät, die olle Hasel. Na gut, ich lasse mal ein bisschen durchtreiben, Kinders. Ja, und falls jemand noch die Muschel sucht, wenn wir hier ein bisschen tiefer gehen, ich bin jetzt auf 1,10 Meter, dann bekommt man auch mal die Muschel an der Schnur. Flusswandermuschel, so wie die Flussmuschel. Braucht man beide tatsächlich auch. Hier am Windenbach. Rotauge. Hasel, Laube, Flusswandermuschel, Flussmuschel. Gründling habe ich hier gefischt, Güster läuft hier auch. Flussbarsch kriegt ihr sowieso an der Schnur. Braucht ihr nur mal einen ollen Regenwurm draufsetzen, dann werdet ihr euch aber wundern. In der Nacht kann der Donkaulbarsch hier auch an der Schnur laufen, wenn ihr mit einem Mistwurm, sogar auf Regenwurm. Und ich habe ihn am Dämonenloch tatsächlich schon mal auf Haferbrei gehabt. Spooky, aber machbar. All diese Tiere könnt ihr hier fischen. Wie gesagt, das Wetter ist gerade richtig, richtig semi-effizient. Aber es lübt noch. Köfi Rotauge. 50 bis 100 Gramm. Hasel etwas größer, ich denke mal 100 Gramm. 125. Mit der UL gibt die natürlich auch gleich ein bisschen mehr IP. Was wiederum für die Anfänger gut ist, da sie dann schneller steigen im Level, wenn man mit der UL schon unterwegs ist. Natürlich nur. Und eine besitzt. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Sonst war das nichts. Darf jetzt auch mal gerne aufhören zu regnen. Gründling oder Muschel? Muschel. Interessant für Leute, die die Muschel gerne als Köder nutzen und diese schon verarbeiten können. Ich kann es mit dem Stipper noch nicht. Dementsprechend werde ich sie veräußern müssen. Geben jetzt aber auch anders wenig Kohle, es sei denn, es ist eine Trophy. Oder schon richtig schönes, großes Tier, Flusswandermuschel zum Beispiel. Die gibt dann auch ordentlich Silber oder vernünftig Silber. Der Flusskrebs kann euch natürlich auch hier einsteigen, ab und an. Ist ja nicht so, dass er nur unten am Camp sitzt. Aber selbst bei diesem Mistwetter laufen die Tiere ein. Muss man schauen. Auf 90 ungefähr der alten Mauschi-Tiefe, sagen wir es mal so,
bekommt ihr die Muschel jetzt nicht so häufig an der Schnur, geht ihr auf 1,10 Meter, bekommt ihr relativ häufig die Muschel. Und die Wahrscheinlich, den Gründling, Wahrscheinlichkeit, den Gründling zu bekommen, ist auch ein wenig höher. Interessant wird es halt abends oder nachts, wenn es auf Kaulbarsch, Donkaulbarsch geht. Da würde ich sowieso immer empfehlen, über Grund schlieren zu lassen. Also, dass wir zwar noch im Treibangeln drin sind irgendwo, aber das flott so über den Boden zuckelt. Das könnten hier 1,50 sein. Das werde ich nicht. Da sind wir schon auf Grund. Treibangeln kommt. Trotzdem. Und selbst da kriegen wir die Hasel an der Schnur. Ganz 40 ist auch noch. Aber hier vorne ist eh flacher Bereich. Das sagt hier hinten ein bisschen was ab. Und dann wird er ein bisschen was däber. Mit 1,10 ist man eigentlich schon gut bedient. Aber das ist so jetzt ungefähr das, was ich meine. Treibangeln kommt, wie das flott ruckelt und zuckelt so über den Boden, es schliert. Und dann hat man Fisch, ne? Gut, zurück auf 1,10. Das dann wirklich so knapp über Grund, da treibt das flott dann so durch. Wie ist der? Einmal zoomen kann jeder. Den zweiten Zoom braucht man Fernglas. Aber in diesem Fall reicht das einmal Zoom. So weit sind wir nicht raus. Und wir erkennen den Hebebiss gut genug. Bestes Wetter. Perfekt. Wieder eine Hasel. Und schon ein paar Hasen inzwischen, ne? Ein paar Güstern haben wir auch. Barsche haben wir auch. Die sind aber eher selten. So viele sind es jetzt nicht. 4 Stück. Das ist dann eher ein farmfroher Spot hier. Aber wie gesagt, es geht immer was. Immer. Auf 90, auf 1,10.
Zock mit dem Larve. Gegen Abend Regenwurm oder Mistwurm nutzen. Aber Obacht, hier treibt sich auch der Döbel rum. Der nimmt den auch, den Regenwurm und den Mistwurm. Ab und an geht er auch mal auf die Zucke, aber eher selten. Kann man gut umgehen. Wenn man hier nicht zu früh mit dem Regenwurm anfängt. Ja, der Gründling geht auch gerne auf Regenwurm, zum Beispiel, wenn man den speziell befischen möchte. Aber wie gesagt, der Beifang oder die Gefahr des Beifangs, den man nicht so gerne an der Ultraleicht hat, ist dann doch ein bisschen höher als auf der Zuckmückenlarve. Und das ist dann auch nicht wert. Wieder ein kleines Rotauge. Gut, allmählich kriege ich Schnupfen. Aber ihr habt gesehen, ja, der Spot vom Mauschi, hier 73,88, hier geht immer was, immer. Ihr könnt auch mit dem Winkelpicker hier arbeiten oder mit der Fiederrute. Ob ihr dann das gleiche Farbbild habt, das weiß ich nicht. Da kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, was hier auf die Stippe geht. Die Muscheln auf 1,10 gefischt, der Rest auf 90 gefischt, das auf 1,10 gefischt. Die Güster ging zu Anfang ein auf 90. Eine verwehrte Laube hat man hier auch immer auf der Schnur. Die geht ja auf die Zockmückenlarve. Hauptfarbe ist normalerweise die Hasel, die sich hier rumtreibt. Dann haben wir hier noch die Flussmuscheln. Ein paar kleine Rotaugen. Wie gesagt, eine Laube, ein paar Güstern. Aber Hauptfarbe bleibt die Hasel. Hasel vom Preis her über 150 Gramm, würde ich sagen. So an den 9 Silber oder was. Ja, an die 9 Silber. Lohnt sich dann für Anfänger auf jeden Fall auf der Hasel zu stippen. Laube kennen wir die Preise. Die Flussmuschel, ja, kein Haken. Oder die Flusswandermuschel. Und die Flussmuschel ist jetzt auch nicht so silberbringend. Aber braucht man als Trophy, genauso wie die Wandermuschel, die Güster, die Hasel, die Laube. Bekommt man hier alles. Alles auf der Schnur. 22 Minuten, 42 Silber. Für mich, der am Nordmeer angeln kann, natürlich viel zu wenig. Für einen Anfänger genau richtig. 42 Silber, das bringt schon mal gut nach vorn. Und wenn man die Hasel-Trophy bekommt oder mal so eine Flussmuschel-Trophy oder sogar den Donkaulbarsch in der Nacht, dann freut man sich hier anders. Gut, Kinders, das war's. Ich muss nach Hause. Ich habe Schnupfen. Es gibt Hühnersuppe. Ja, ich wünsche euch viel Petri, haltet euch, bleibt stabil und dann sehen wir uns das nächste Mal, wahrscheinlich im Dezember. Macht es gut, bis dann, bye bye.